holt er sich Ippon für einen fantastischen Tomonaga und den gucken wir uns hier nochmal an aus der Rückwärtsbewegung und da läuft der Italiener mit und dann zieht der Franzose noch den zweiten Fuß hoch. Den zweiten Fuß hoch und voll knallt Monti auf den Rücken und er kann es gar nicht fassen, wie das passiert ist.